Hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Spyro the Dragon. Nein, Gateway to Glimmer. Fuck. Ich wollte gerade sagen, fehlt dir die Musik, aber nee, tut sie nicht. Jo. Ist schon ein bisschen länger her, dass ich das letzte Mal aufgenommen habe, aber ich habe keinen Puffer mehr, deswegen. Ja, muss ich wieder ran. Habe ich hier alles? Das sieht gut aus. Ich bin ein bisschen verschnupft irgendwie. Ich weiß auch nicht warum. Aber das tut jetzt mal hier nichts zur Sache. Jo, was gibt's Neues? Ich sollte vielleicht mal in Level reingehen. Wir machen den. Ach scheiße, ich weiß nicht mehr, wie der heißt. Auf jeden Fall das Level hier hinten. Windhafen, genau. Was gibt's Neues? Und zwar, ich habe mir gestern drei Spiele runtergeladen aus dem PSN Store. Und das war. Ich mag die Lache von dem kleinen Vieh. Ja, ich habe ihn mal runtergeladen. Journey, Flow und Crisis 1, genau. Weil als ich das letzte Mal Crisis runterladen wollte, also es war zuerst, als ich mir Crisis 3 gekauft hatte, da stand es dann oben in diesem Fältchen drin, dass es jetzt Crisis 1 für PlayStation 3 im Store für, ich glaube, 6 Euro, also 5,99 oder so. Hab. Wir holen den Index jetzt mal hinzu. Oder auch nicht. Gut. Ja, und dann. Ich hatte aber kein Geld zu dem Moment auf meinem Konto. Und deswegen habe ich dann gewartet und habe gedacht, ja, du kannst es später immer noch runterladen für 9 Euro oder so. Und dann habe ich. Willst du mich verarschen? Und dann habe ich vor ein paar Monaten oder so habe ich doch mal im Store geguckt und dann sollte das ein, nee, doch 21 Euro oder so kosten. Dann nee, wartest du noch mal ab. Und dann habe ich jetzt letztens noch mal geguckt, also gestern, und da sollte das dann nur noch 7 Euro kosten. Da habe ich mir gedacht, jetzt schlägst du zu. Entschuldige bitte die Unordnung, Spyro. Wir werden gerade von einer Landrattenplage heimgesucht. Erst haben sie das Feuer unter unseren Kesseln ausgeblasen. Und dann noch unser Schiff geschlossen. Wenn du das Feuer unter dem Boilern wieder anfachst, kannst du es sicher bis zum Schiff schaffen. Der Dampf von den Kesseln wird unsere hochentwickelten Maschinen aktivieren. Probleme mit dem Wagen, was? Jo. Und da habe ich dann runtergeladen. Da musste ich aber erstmal ein paar Sachen von meiner Playstation löschen, weil, wie groß ist das? Ich glaube 3,6 GB war Crisis 1. Oh, wie macht man das denn immer kaputt? Achso, genau, mit der Kanone. Den musste ich erstmal löschen, weil ich angeblich nicht mehr genug Speicherplatz hatte. Oder habe ich irgendwelche alten Dateien gelöscht, die ich eh nicht mehr, irgendwelche alten Installationsdateien, die ich eh nicht mehr suche, zum Beispiel Burnout und sowas. Ja. Jo, und dann habe ich gestern schon mal ein bisschen angefangen. Also gestern Mittag Journey zu zocken. Da habe ich ungefähr eine Stunde gespielt. Ich habe mir gedacht, boah, ist das geil. Und draußen ist irgendeine Alarmanlage. Und dann wollte ich eigentlich irgendwas anderes noch machen hier. Zimmer aufräumen oder irgendwie sowas, oder mich um mein Aquarium kümmern, keine Ahnung, weil das ist momentan nämlich auch stillgelegt. Ach genau, und dann habe ich mir gedacht, nee, das ist
Also das Spiel ist echt geil. Es hat jetzt, glaube ich, 13 Euro gekostet, Journey. Flow hat 6 oder 7 Euro gekostet. Glaube ich, meine ich mal. Da gab es halt noch mit Flower in einem Paket für 19,99 €. Und das ist halt 1 Euro teurer gewesen. Deswegen habe ich mir die einzeln runtergeladen. Flower brauche ich halt nicht nochmal. Jo, da habe ich das gezockt. Da habe ich halt Pause gemacht. Nee, das ist so geil, du spielst jetzt weiter. Und da habe ich halt weiter gezockt. Und da habe ich das gestern, glaube ich, 3-mal durchgezockt. Das ist echt. Also es ist zwar teuer dafür, dass es so kurz ist, aber es ist echt geil. Also ich finde es super. Ich habe nicht gedacht, dass es noch besser werden kann als Flower. Weil Flower war auch schon sehr geil und es ist... Ich habe durchgehend Gänsehaut gehabt, ey. Das ist... Oh! Auf jeden Fall, mir fehlt jetzt noch eine Trophäe. Und zwar, dass man irgendwie mit einem Spieler... Ach genau, da muss ich auch noch erzählen. Es war ab dem zweiten Level. Ganz cool kann man, also wenn man online spielt, also was heißt online spielt, wenn du online bist, während du spielst, wird dir irgendwann ein Spieler zugeteilt, der das gerade auch spielt in dem Level. Und ich habe zuerst gedacht, weil das war halt so, das hat so perfekt gepasst, weil dann kam halt, war die Kamera so, ich bin gerade in das Level reingekommen, und dann die Kamera hat so gedreht und so, und da stand da links so ein Typ, so ein bisschen weiter weg, und ist dann runtergelaufen, da wo ich auch hinlaufen musste. Da habe ich gedacht, das wäre zuerst Computerspieler oder so. Und dann kann man sich aber, also man kann nicht mit ihm reden. Die Landratten haben den ganzen Hafen mit Stachelminen übersät. Ach, wenn du sie wegräumst, kriegst du diese Kugel, die ich gestern in einer Venusmuschel gefunden habe. So. Man kann nicht wirklich mit ihm reden. Also man kann schon... Also man kann nicht vernünftig kommunizieren. Also man kann keine Texte schreiben. Man kann nicht über Voice-Dingenskirchen mit denen reden. Und man weiß auch nicht, wie der Spieler heißt, der eben da einem zugeteilt wird. Das wird erst am Ende vom Spiel gesagt. Man hat halt nur... ja, wie soll ich sagen... Ich krieg den nicht. Also jeder Spieler kriegt so ein Symbol zugeteilt. Und dann kann man halt auf die Kreistaste drücken. Und je länger man drauf drückt, desto... Oh, ich muss niesen. So, desto effektiv. Ja, nicht effektiver, ich weiß nicht, intensiver wird halt dieses Symbol. Ach, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie ich das erklären soll. Und erscheint halt dieses Symbol über dem Kopf, wenn man die Kreistaste drückt. Und wenn man die länger drückt, dann wird halt, da ist halt noch so ein Kreis drumherum. Und dann wird es halt noch ein bisschen größer irgendwie. Ich weiß nicht, wie ich das sagen kann. Auf jeden Fall kann man sich halt so mit den Leuten... Ja... keine Ahnung, irgendwie unterhalten oder so. Und, es ist voll cool irgendwie. Ich fand die Idee an sich voll geil, dass man nicht miteinander reden kann. Und wenn du halt jemanden folgen sollst, dann musst du dem das halt irgendwie nur über diese eine Dingenskirchen klar machen. Jo, das ist auf jeden Fall Journey. Voll geil. Und, ja genau, die eine Trophäe, die mir jetzt noch fehlt, ist, dass man mit dem Spieler, mit dem man die längste Zeit zusammengespielt ist, hat, weil der ist nämlich nicht immer da, wenn man sich zu weit von dem entfernt, dann, ja, bricht halt die Verbindung ab und der ist dann weg. Und irgendwann kommt dann halt wieder neuer. Jo. Und mit dem Spieler, mit dem man am längsten zusammengespielt hat, mit dem soll man dann das Spiel beenden. Das habe ich gestern ein paar Mal versucht und es hat nicht geklappt. Ich weiß auch nicht. Ich denke mal, ich muss das Spiel von komplett Anfang an starten. Damit ich dann wieder. Also damit ich von Anfang an direkt mit jemandem zusammen bin, weil in diesem PlayStation-Forum, da stand jetzt was drin, dass man das letzte Level starten könnte.
Und dann einfach mit dem durchspielen. Aber irgendwie, weiß ich nicht. Das hat nicht funktioniert. Man kann auch nicht andere Leute einladen zu dem Spiel. Also man kriegt einfach irgendeinen Spieler zugeteilt. Irgend so ein 0815, der das halt gerade auch spielt. Okay, das ist so da dran. Kommt der denn wieder? Auf jeden Fall. Ich kann auch nicht wirklich sagen, dass das Spiel. Also ich weiß nicht, ob das Spiel irgendwas. Also das Spiel hat eine Story, nur so ganz da durchsteigen tue ich nicht. Geht doch. Oh, danke, Spyro. Hier ist die Kugel, die ich dir versprochen habe. Es tut mir leid, wenn immer noch Muschelsaft dran ist. Also irgendwie, man sieht halt die ganze Zeit so einen Berg mit so einem Leuchten im Hintergrund und man läuft da eigentlich einfach nur hin. Und dann, wenn man dann da oben ist, dann geht man wieder zurück. Das ist halt so die Story. Da wird dann noch irgendwas mit Bildern gezeigt und so. Aber irgendwie, ja. Trotzdem finde ich das Spiel mega geil. Also die Atmosphäre da drin ist. Und das Ende war halt auch, fand ich, voll. Ja, wie soll ich sagen? Also zwischendurch, also nicht das Ende, sondern ziemlich am Ende. Es war halt voll traumig irgendwie. Aber ich mag das Spiel. Flow habe ich ja nicht angezockt. Werde ich, denke ich, mal heute machen. Und dann werde ich mich dann nochmal an Journey ranmachen und versuchen, die letzte Trophäe zu holen. Da habe ich das Spiel quasi innerhalb von einem Tag komplett durchgespielt. Oh, noch ein Leben. Sehr schön. Ja, und Crysis habe ich zwar auch fürs Team. Aber wenn. Ich hatte das ja sowieso kurz zu streamen oder so. Weil wenn ich das streame, dann spiele ich das über den PC. Die Fahrt spiele ich das PlayStation. So, nee, wir machen erst das andere. Aber ich glaube, da fehlen uns noch ein paar Gegners für, oder? Wie viele? 14? Wir haben 13, also es fehlt noch ein Gegner. Oh, ich will dieses Ding nicht benutzen. Ich weiß nicht, ob man da drauf springen muss oder drauf gehen muss, weil eins von beiden funktioniert nicht. Okay, man muss drauf gehen. So. Wie der sich gefreut hat, nach dem mit Wasser zu schießen. Hing an der Wand fest. Das ist mir auch noch nie passiert. Ich weiß gar nicht, ob man auf die Flügel draufgehen kann oder ob man da durchfällt. Ja, und was noch toll ist, ich habe nämlich jetzt eine neue Konsole. Ja, der Dennis hat mir zum Geburtstag eine Wii geschenkt. Yay! Voll geil. Mit Donkey Kong Country Returns. Macht sehr viel Bock, finde ich. Dennis spielt das immer mit einem Controller und ich spiele dann noch mit dem Nunchuck oder wie der Teil heißt. Weil irgendwie mit einem Controller kriege ich das nicht geschissen. Jo. Können wir hier die letzten paar Edelsteine ein? Danke, dass du unser Schiff wieder flott gemacht hast, Spyro. Jetzt können wir unseren Gegenangriff auf Zephyr starten. Nimm diesen Talisman als Zeichen unserer Dankbarkeit. Dankeschön.